Sie haben bei uns eine OneNet Express Telefonanlage bestellt. Hier sehen Sie, wie die Anschaltung abläuft und wobei wir Ihre Unterstützung brauchen. In vier einfachen Schritten machen wir Ihr OneNet Express startklar. Erstens, Legitimation und Remote Quality Check. Zweitens, Ihre neuen Rufnummern und Administrator-ID. Sie können hier optional eine Portierung oder einen Telefonbucheintrag beantragen. Drittens, Registrierung und Inbetriebnahme. Viertens, wir liefern Ihre Hardware. Nachdem Sie die Telefonanlage im Webshop bestellt haben, bekommen Sie innerhalb von 24 Stunden eine Eingangsbestätigung von uns per E-Mail. Darin finden Sie wichtige Links für die nächsten Schritte. Als Anhang bekommen Sie eine Zusammenfassung Ihres Auftrages mit allen bestellten Komponenten. Bitte schicken Sie uns zur Legitimation einen Scan Ihres Ausweises als Antwort auf die Eingangsbestätigung. Führen Sie danach unbedingt den Remote Quality Check durch. Klicken Sie dazu auf den Link in der Eingangsbestätigung. Laden Sie das Programm herunter und führen Sie es auf dem Windows-PC mit Administratorrechten aus. Der Remote Quality Check prüft jetzt genau, ob Ihr Netzwerk den technischen Anforderungen entspricht. Nur dann ist eine fehlerfreie Funktion von OneNet Express gewährleistet. Nach der Durchführung des Tests wird Ihnen ein ausführlicher Bericht angezeigt. Wurden Probleme erkannt, enthält der Bericht entsprechende Handlungsempfehlungen. Innerhalb von weiteren 24 Stunden, nachdem wir Ihren Auftragseingang bestätigt haben, bekommen Sie auch schon Ihre neuen Rufnummern per E-Mail. Hier bekommen Sie auch die Administrator-ID, die Sie für Schritt 3 benötigen. Falls Sie die Mitnahme Ihrer bisherigen Rufnummern beantragen wollen, folgen Sie dem Link. Wie lange die Portierung dauert, hängt von der Laufzeit Ihres alten Vertrages ab. Damit Sie Ihre Telefonanlage trotzdem sofort nutzen können, schalten wir Sie erstmal mit neuen Rufnummern an. Bitte achten Sie darauf, dass die Portierungsdaten mit den Daten aus Ihrem alten Vertrag übereinstimmen. Sonst kann es sein, dass es zu Zeitverzögerungen kommt, da Ihr bisheriger Netzbetreiber die Portierung ablehnt. Beauftragen Sie bei uns auch gern einen Telefonbucheintrag, denn dieser wird bei einem Anbieterwechsel automatisch von Ihrem alten Anbieter gelöscht. Antworten Sie dazu einfach auf unsere E-Mail mit dem Hinweis auf den Telefonbucheintrag. Wir melden uns dann bei Ihnen. Innerhalb weiterer 24 Stunden bekommen Sie von uns per E-Mail einen Registrierungslink. Der Link ist 4 Wochen gültig. Klicken Sie ihn an und folgen Sie den Schritten. Im letzten Schritt legen Sie Ihre Zugangsdaten fest. Ganz wichtig, verwenden Sie als Benutzernamen unbedingt Ihre Administrator-ID. Diese finden Sie in der E-Mail mit Ihren Rufnummern. Achten Sie dabei auf die Groß- und Kleinschreibung. Mit Weiter kommen Sie zum Administrationstool im Mein OneNet-Portal. Wählen Sie hier OneNet Express aus. Ihre OneNet Express-Anlage ist jetzt betriebsbereit. Wir haben für Sie bereits alle Teilnehmer eingerichtet. Ändern Sie zunächst den Namen der Teilnehmer im Dashboard. Aktivieren Sie hier auch die Nutzung der OneNet-Apps und das E-Fax für Ihre Teilnehmer. Oder richten Sie Sammelanschlüsse ein. Ihre bestellte Hardware ist bereits auf dem Weg und wird innerhalb von 5 Werktagen bei Ihnen eintreffen. Sie müssen die Geräte dann nur noch anschließen und den Barcode mit dem Mein OneNet-Portal einscannen. Entweder von der Geräterückseite oder dem Karton. Mehr Infos zur Konfiguration der Teilnehmer und die Einrichtung der Geräte bekommen Sie in unserem Video Mein OneNet – Benutzerverwaltung. Brauchen Sie weitere Infos und Anleitungen? Dann besuchen Sie unsere Online-Hilfe. Und jetzt viel Spaß mit Ihrer neuen OneNet Express Telefonanlage. Ihr Vodafone Business Team.